Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal I Love Cuba. Heute nehme ich euch mit auf eine spannende Reise durch den Osten Kubas. Welche Route sollte man ja vielleicht nehmen, wenn man den Osten Kubas bereisen möchte? Ein ähnliches Video mit dem Westen Kubas findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Heute erkunden wir gemeinsam die faszinierenden Städte, die atemberaubende Natur und die einzigartige Kultur des Osten Kubas. Also, lasst uns loslegen. Im Osten Kuba finden wir lediglich den Flughafen Holguín. Solltet ihr hier nicht landen, sondern eher in Havanna oder Varadero, dann lasst uns auch dort die Reise starten. Unsere Reise beginnt also in Havanna, der pulsierenden Hauptstadt Kubas. Hier spürt man die Energie der Stadt, während man durch die engen Gassen der Altstadt schlendert und die historische Architektur bewundert. Von Havanna aus machen wir uns auf den Weg nach Trinidad. Diese UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt verzaubert mit ihrer gut erhaltenen Kolonialarchitektur und ihrem charmanten Flair. Weiter geht's nach Las Tunas, einer charmanten Stadt mit einer reichen Kultur und Geschichte. Hier können wir das lokale Leben genießen und die Sehenswürdigkeiten erkunden. Unser nächster Halt ist Santiago de Cuba, eine Stadt voller lebendiger Musik und Tanz. Hier entdecken wir die kulturellen Schätze und besuchen historische Stätten wie den Parque Céspedes und das Castillo del Moro. Unsere Reise führt uns weiter nach Baracoa, eine wahre Perle inmitten der Natur. Hier können wir die atemberaubende Landschaft des Parque Nacional Alejandro de Humboldt erkunden und die berühmte Baracoa-Schokolade probieren. Weiter geht es nach Holguín, einer Stadt mit einer reichen Geschichte und einer bezaubernden Altstadt. Hier können wir das koloniale Erbe erkunden und die entspannte Atmosphäre genießen. Unsere letzte Station ist Cuernavaca,
ein Paradies für Strandliebhaber. Hier können wir die weißen Sandstrände, das kristallklare Wasser und die entspannte Atmosphäre genießen. Zum Abschluss kehren wir nach Havanna zurück und genießen nochmals das einzigartige Flair dieser faszinierenden Stadt. Hier können wir unsere Reise Revue passieren lassen und uns von der kubanischen Kultur inspirieren lassen. Das war unsere Reise durch den Osten Kubas. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in die Vielfalt und Schönheit dieser Region bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Kuba-Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Saludos. Ciao.